Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Der Winter ist in den Schwarzwald eingezogen. Wir haben jetzt Mitte November und somit ist die Zeit fürs Radfahren endgültig vorbei oder beinahe vorbei. Und deshalb gibt es für mich jetzt die eine oder andere Wanderung. Heute bin ich deshalb extra bis nach Gaggenau mit dem Auto angereist und stehe jetzt momentan auf dem Parkplatz am Unimog-Museum bzw. an der Therme. Und hier befindet sich der Einstiegspunkt der Murgleiter, eine fünfetappige Wanderung. Heute möchte ich die erste Etappe angehen, die führt von Gaggenau bis nach Gernsbach, 23 Kilometer, ca. 1000 Höhenmeter, also eine relativ lange Wanderung. Und da im November die Tage relativ kurz sind, bin ich auch in aller Früh bei Dunkelheit hier angereist. Um 5 wird es dunkel, davor muss ich 23 Kilometer wandern, 1000 Höhenmeter, also eine relativ anspruchsvolle Etappe. Wir haben jetzt ca. 1 Grad, ist sehr kühl, nebelig und bevor ich hier jetzt auf dem Parkplatz zu frieren beginnt meine Wanderung jetzt relativ zügig. Wie immer könnt ihr mich mit der Kamera begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, dass ich heute an dem laut Wettervorhersage sonnigen Novembertag ein paar schöne Eindrücke auf der Wanderung euch zeigen kann. Viel Spaß! Wie es ausschaut, ist die Murgleiter ganz gut ausgeschildert. Hier schon das erste offizielle Symbol zur Murgleiter. Und auf dem Parkplatz der Akademie Schloss Hohenfels jede Menge freie und kostenlose Parkplätze. So soll es doch immer sein, wenn man eine Wanderung beginnen muss. Keine Parkplatzsuche und dann kostenfrei den ganzen Tag parken. Was möchte man mehr? Die Tour de Morgue, die verläuft hier auch. Und der Naturpark Radweg Schwarzwald Mitte Nord. Allerdings die Murgleiter, die geht nur ein ganzes kurzes Stück hier entlang. Die verläuft dann eher oberhalb vom Murgtal und nicht unterhalb, wo der Radweg verläuft. Hier geht es weiter, erstmal ein paar Stufen aufwärts. Die Bezeichnung Murgleiter ist ganz passend. Schon zu Anfang geht es über ein paar steile Stufen und Pfade in die Höhe. Aber genau das ist für mich auch der Charme der Murgleiter, nicht nur unten in der Talsohle entlang zu laufen, sondern eher am Talhang. Und von dort aus hat man bestimmt heute, wenn dann die Sonne rauskommt, ein paar schöne Blicke runter ins Murgtal. Die erste Etappe von der Murgleiter mit 23 Kilometer und 1000 Höhenmeter ist schon eine relativ anspruchsvolle Wanderung. Trotzdem noch
gut machbar. Man muss sich eben Zeit lassen, Ausdauer haben. Bei mir ist heute eher das Problem, dass wir jetzt November haben und die Tage relativ kurz sind, wo ich heute Morgen um kurz nach 6 aufgestanden bin. Da war es noch Nacht, wo ich hierher gefahren bin. Da kam dann langsam die Sonne raus. Hier jetzt haben wir allerdings Nebel, wo ich bei Weyersbronn oben im Murgtal entlang gefahren bin. Da konnte ich die Sonne auf der Höhe sehen. Hier hängt eben leider noch im Tal der Nebel. Ich hoffe mal, dass ich heute auch noch ein bisschen Sonnenschein hier unten abbekomme. Und mein größter Stressfaktor heute ist eben die kurze Tageszeit. Um 17 Uhr, da dämmert es. Und da habe ich dann eigentlich keine Lust mehr, zu Fuß unterwegs zu sein. Sondern da möchte ich schon wieder auf dem Heimweg sein. Und deshalb bin ich heute in aller Frühe losgewandert. Und ich denke mal, in dem Zeitfenster, wo ich heute habe, da kann ich die Murgleider, die Etappe heute gut wandern. Jetzt geht es erstmal ein ganzes Stück bergauf. Denn beinahe jede Etappe der Murgleider beginnt unten im Tal. Führt dann allerdings erstmal auf die Höhe, verläuft dort entlang. Und am Ende der Etappe geht es dann wieder runter ins Murgtal. Allerdings, je nachdem in welche Richtung man läuft, für mich ein Stück weiter flussaufwärts. Nochmal eine wirklich schöne Herbststimmung hier, schon beinahe zu Ende des Herbst, vor allem hier in Tallage, da hängt noch ein bisschen das bunt gefärbte Laub auf den Bäumen, oben auf der Höhenlage im Schwarzwald, da hat der Wind es schon runtergerissen. Heute goldene Herbststimmung, aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass die Murgleider auch sehr schön im Frühling oder im Sommer ist. Im Frühling dann das frische Grün hier und im Hochsommer, wenn es dann richtig heiß ist, ist man hier im Schatten als Wanderer unterwegs. Bei mir wird es halt meistens der Herbst oder der Winter, denn im Frühling und im Sommer zur warmen Jahreszeit bin ich eben eher mit dem Fahrrad unterwegs, mache dann größere Strecken auch raus aus dem Schwarzwald. Und dann, wenn es kalt wird und gefriert, dann schaue ich, dass ich eben zu Fuß den Schwarzwald erkunde. Wenn ich mir die Herbstlandschaft hier so anschaue, muss ich immer wieder feststellen, dass ich sehr viel Glück habe, hier im Schwarzwald leben zu können und direkt vor der Haustür so ein Wanderparadies zu haben.
Hier scheint wohl jemand seinen alten Gartenstuhl aufgestellt zu haben, um die Aussicht hier genießen zu können. Und ich als Wanderer nehme die Gelegenheit auch wahr. Leider dichter Nebel im Tal. Man kann nicht die andere Talseite erkennen. Deshalb geht es jetzt weiter, denn ich habe noch einen langen Weg vor mir heute. Der immer grüne Ginster am Wegrand. Direkt daneben am Wegrand haben die Wildschweine gewühlt. Hier sind lauter Buchen und Eichen. Da suchen die nach Nahrung jetzt zur kühlen Jahreszeit. Bei Nacht ist hier bestimmt sehr aktiv. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich zur Tageszeit eher keinen Wildschweinen hier begegne. Bis jetzt komme ich gut voran, überwiegend Wanderpfade durch den Wald, allerdings nicht matschig, sondern gut befestigt. Jetzt gerade geht es wieder ein Stück auf dem Kiesweg entlang, ein forstwirtschaftlicher Nutzweg. Ich habe leichte Wanderschuhe an, keine schweren, und damit läuft es sich hier wirklich gut. Dafür heute die dicke Daunenjacke. Es hat Minusgrade und meine leichte Softshelljacke. Ich glaube, da müsste ich heute ganz schön zügig laufen, dass mir darin warm wird. Und jetzt, nachdem die ersten Höhenmeter überwunden sind, ist mir auch angenehm warm. Ich genieße die Wanderung gerade und finde auch so langsam rein. Und der Kopf stellt ab. Heute habe ich mal wieder mein Navi eingepackt. 19,5 Kilometer sind es noch. Man kann auf einer offiziellen Homepage zur Mountleiter sich den GPS-Track von allen 5 Etappen runterladen. Kostenlos, wer kein Navi hat. Da gibt es dann auch eine Karte im Papierformat mit Wegbeschreibung. Allerdings bei der guten Wegbeschreibung hier kann man eigentlich fast drauf verzichten. Das macht das Ganze ein bisschen komfortabler mit dem Navi, weil man ab und zu mal kontrollieren kann, ob man noch richtig ist. Aber die Beschilderung mit der Raute zur Murgleiterung, die ist so regelmäßig. Also ich denke, man bleibt auf dem Weg. Für mich hat das Navi heute eigentlich eine zweite Bedeutung. Ich möchte wissen, wie weit es noch ist bis zum Zielpunkt meiner Wanderung. So kann ich das Ganze ein bisschen mehr abschätzen. Vor allem, wenn es relativ früh dunkel wird, um 17 Uhr, weiß ich noch, ob ich ein bisschen einen Zahn zulegen muss oder ein bisschen das Tempo rausnehmen kann auf der Wanderung und genießen. Je nachdem, ich möchte so zwischen 16 und 17 Uhr in Gernsbach ankommen. 3,5 Kilometer sind geschafft, jetzt geht's weiter. Thank you.
soeben ging es noch bergauf, jetzt geht es wieder bergab. Irgendwie muss man ja seine 1000 Höhenmeter heute zusammenbekommen. Aber bisher war noch wirklich kein giftiger Stich dabei, weder bergauf noch bergab. Bisher ist die Murg leider eine Wanderung, die für jedermann geeignet ist. Nebenan ein Freibad. Als Wanderer ideal, wenn man sich im Sommer kurz erfrischen möchte. Dann kann man hier eine Pause machen. Allerdings jetzt zur kalten Jahreszeit hat man hier das Wasser abgelassen. Das Waldseebad, jetzt weiß ich auch, wie das idyllisch gelegene Freibad heißt. Es geht wieder ein ganzes Stück bergauf, auf mittelmäßig steilen Wanderpfaden. Allerdings wird mir jetzt langsam richtig warm in meiner Daunenjacke und deshalb habe ich die ein bisschen aufgemacht. Drunter habe ich noch einen Fleece-Pulli und ein Baumwollunterhemd. Da kann man ein bisschen variieren, je nachdem. Aber bei den Temperaturen lasse ich den Fleece-Pulli besser an und lüfte nur ein bisschen meine Daunenjacke. Das sollte schon reichen. Ich bin wieder oben auf so einem Höhenplateau angekommen. War gerade wieder ein kurzer Aufstieg. Und ich bin jetzt auch mal zum ersten Mal auf der Wanderung ein bisschen ins Spitzengeraden. Und deshalb gibt es jetzt erstmal was zu trinken. Das sollte man nicht vergessen. Vor allem bei den Temperaturen. Man hat nicht so das Duschgefühl, weil es relativ kühl ist, aber trotzdem in der warmen Kleidung. Man schwitzt, verliert Flüssigkeit und langfristig dehydriert man. Ich bekomme dann irgendwann immer Kopfweh, meine Beine werden müde und deshalb beuge ich jetzt mal vor. Ein ganz großer Vorteil bei dem Wetter zu wandern ist, dass das Getränk nicht warm wird. Weiter geht's. Nebenan eine Hütte mitten im Wald und da macht sich jemand drin gemütlich. Der Schornstein, der qualmt und drinnen brennt Licht. So lässt sich's auch aushalten im Schwarzwald. Durchs Fenster konnte man sehen, eine Familie mit Kindern, jede Menge Wanderrucksäcke. Die haben hier mitten im Schwarzwald ihr Nachtlager aufgeschlagen, beziehungsweise machen hier ihren Urlaub.
bei den Temperaturen, da empfiehlt es sich, den Kachelofen einzuheizen. Und dann kann man hier wirklich in aller Ruhe die Idylle genießen und hat das Wanderparadies jeden Tag direkt vor der Haustüre. Von der Sonne bisher noch keine Spur, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgeben, denn es geht ja kontinuierlich in die Höhe und ich hoffe, dass ich irgendwann die Nebelschicht durchbrechen werde. Auf den Wiesen am Wegrand ist noch der Reif zu erkennen. Ein Beweis dafür, dass heute Nacht der Frost hier war. Ich habe gerade noch mal einen kurzen Blick aufs Navi geworfen und feststellen können, dass ich schon ein Drittel der Strecke gewandert bin. Das sind 2 Stunden, 8 Kilometer. Ich bin zufrieden. Trotz Genießen, Filmen, ein 4er-Schnitt, ich komme voran und bisher muss ich sagen, ich genieße die Wanderung wirklich. Eine Ruhe hier im Wald, wenn nicht gerade der Eichelherr hier ein bisschen die Waldbewohner warnt und Stress macht. Aber sonst, ich bin alleine hier, kein Verkehrslärm nebenan. Ab und zu kommen mir mal ein paar Jogger entgegen. Und ich muss sagen, wenn die Wanderung so weitergeht, ich habe jetzt schon abgeschaltet und nach 2 Dritteln weiter habe ich bestimmt, bin ich total entspannt. Meine Beine sind dann ausgepowert und zufrieden gehe ich dann wieder nach Hause von der Moorgleiter, von der ersten Etappe. Aber bis jetzt ist es noch nicht so weit. Noch sind 2 Drittel zu bewältigen und darauf freue ich mich jetzt auch. Wie man erkennen kann, führt jetzt der Weg auch ein bisschen raus aus dem Wald. Die Ruine Ebersteinburg, die müsste jetzt in 1,5 Kilometer erscheinen. Vielleicht habe ich von dort aus auch mal einen Blick runter ins Tal, wenn der Nebel nicht allzu dicht ist. Wieder mal eine Erfrischungsmöglichkeit, kaltes, klares Schwarzwaldwasser. Aber bei den Temperaturen brauche ich die heute nicht. Auf dem Weg liegen lauter stachelige kleine Hinterlassenschaften. Sieht ein bisschen aus wie ein Mini-Igel. Sind allerdings die Schalen der Esskastanie, der Maroni. Allerdings liegen die schon so lange hier. Die Kastanien innen drin, die sind schon ein bisschen verfault. Die muss man zur früheren Jahreszeit sammeln. Ansonsten sind auch die Wildschweine relativ scharf auf die Leckerbissen hier am Wegrand. Das eine oder andere kleine Hindernis muss bewältigt werden. Hier gleich noch mal eins. Da hat es wahrscheinlich vor ein paar Tagen gestürmt.
Nachdem ich die zwei kleinen Hindernisse gerade überwunden habe, gibt es jetzt nochmal eine kurze Pause. Und für Brotzeit ist es einfach noch ein bisschen zu früh. Wir haben jetzt 11 Uhr morgens. Und da ich gewusst habe, dass heute ein relativ kühler Tag wird, habe ich was Aufwärmendes dabei. In meiner Thermoskanne schwarzer Tee mit Zitrone und Zucker. Das pusht noch mal ein bisschen auf. Der ist richtig heiß und das tut jetzt gut bei den Temperaturen. Dann kann es danach weitergehen. Ich muss mich auch schon ganz schön der Ruine Ebersteinburg angenähert haben. Gegenüber ein Gemäuer oder eine Höhle am Berghang. So gestärkt kann es weitergehen. Und ich muss sagen, heute Morgen, da hatte ich es ein bisschen eiliger. Ich habe die Teebeutel in die Thermoskanne geschmissen, mit heißem Wasser überbrüht und nicht mehr rausgenommen. Und der Tee war gerade richtig kräftig und stark. Also besser als jeder käuflich erwerblicher Energy Drink. So aufgeputscht geht es jetzt zu den letzten 100 Metern hoch zur Ruine Ebersteinburg. Wieder mal umgeschützte Bäume. Es muss ganz schön gestürmt haben vor ein paar Tagen hier. In der Ferne kann ich Motorsägen hören. Das heißt, die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. Die Ruine der Ebersteinburg. Allerdings ist hier oben auch neblig. Der Blick in die Ferne hinab ins Murgtal bleibt mir verwehrt. Und deshalb geht's gleich zurück auf die Murgleiter, die nebenan vorbeiläuft. Bei Sonnenschein ist dort oben bestimmt richtig schön auf der Ruine Ebersteinburg, die unter anderem auch bewirtschaftet ist. Dort kann man bei guter Aussicht ein kühles Getränk genießen. Allerdings heute, ich weiß nicht mal, ob die Gaststätte aufgehabt hätte. Es ist einfach zu kalt, zu grau. Der Winter ist im Schwarzwald und deshalb geht es weiter auf der Murgleiter. Ich habe ja noch ein paar Kilometer vor mir. Gerade bin ich auf dem Wegabschnitt gelaufen. Da waren jede Menge Aussichtspunkte mit Blick runter ins Tal. Aber leider bei dem Nebel, da ist nichts zu machen. Man sieht vielleicht 100 Meter weit, weiter nicht. So ist eben, man kann nicht zu jeder Jahreszeit alles haben. Wenn man hier im Sommer unterwegs ist, dann kann man die Aussicht genießen. Allerdings sind auch die Bäume mehr belaubt. Und dann ist einem der Blick wieder ein Stück weit verwehrt. Man muss eben immer das Beste aus der Situation machen. Und heute heißt es eben ein Stück weit Nebelwanderung.
Schwarzwald im Nebel hat allerdings auch etwas Idyllisches. Beeindruckende Felsformation direkt am Wegrand. Von hier oben aus hätte man bestimmt einen fantastischen Blick runter ins Tal, aber auch der bleibt mir heute verwehrt. Sogar ein Hüttenbuch gibt's hier und ein kleines Gipfelkreuz nebenan. So wie es ausschaut, bin ich nicht aus dem Nebel rausgewandert, sondern eher in Höhennebel reingewandert. Denn jetzt, wo es wieder runter geht ins Murgtal, habe ich so langsam wieder klare Sicht. Wieder beeindruckende Felsen, typisch fürs Murgtal. Die Wolfsschlucht war wirklich beeindruckend und obwohl ich schon seit Ewigkeiten hier im Schwarzwald lebe, habe ich die noch nicht gekannt. Und das ist das Schöne am Wandern. Man entdeckt immer wieder Neues hier. Gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist und sich Zeit lässt, gibt es so vieles am Wegrand. Mit dem Fahrrad zum Beispiel könnte man hier gar nicht dran oder wird einfach nur dran vorbeifahren.
Meine Uhr zeigt jetzt kurz nach 12 Uhr mittags an. Und mein Magen, der sagt auch was Ähnliches. Deshalb habe ich jetzt auch noch mal einen kurzen Blick auf mein Navi geworfen. Und es zeigt an, dass ich heute bei meiner Tagesetappe noch 10,3 Kilometer zu laufen habe. Also mehr als die Hälfte habe ich schon geschafft. Ich bin wirklich gut vorangekommen. Es gab keine großen Hindernisse auf der Strecke. Und auch mein Tempo war ganz zügig. Es hat Spaß gemacht zu laufen. Und deshalb werde ich jetzt mal so langsam Ausschau halten, wo ich eine kleine Mittagspause machen kann. Denn mein Rucksack ist gut gefüllt mit Proviant. Das Schöne an so einem gefüllten Proviant-Rucksack ist eben, dass man ganz flexibel ist und spontan anhalten kann, sobald ein schönes Plätzle irgendwo erscheint, wo man rasch machen kann. Und ich halte jetzt mal die Augen danach auf. An dem kleinen plätschernden Bachlauf kann man im Sommer in der Hitze bestimmt ganz schön ein Picknick machen und die Kühle des Bachlaufs genießen. Heute eher ungeeignet. Nochmal ein kurzer Blick aufs Navi, der hilft manchmal auch weiter. Jetzt geht es noch ein kurzes Stück bergauf, den sogenannten Zickzackweg, und oben soll sich dann eine Aussichtsplattform befinden mit Spielplatz. Und ich denke, bei einer Aussichtsplattform, da wird auch entweder eine kleine Hütte sein oder zumindest ein Bänkle, und dort werde ich dann meine Mittagspause machen. Nach dem Zickzack-Kurs bergaufwärts habe ich mir dann auch meine Mittagspause endgültig wohl verdient. Auf dem Zickzackweg geht es stetig und relativ zügig in die Höhe. Das merke ich daran, dass ich jetzt auch wieder in den dichten Höhennebel reinkomme. Allgemein mag ich, dass die Temperaturen jetzt ein bisschen ansteigen. Geschätzte 5 Grad haben wir jetzt, und momentan, wo es relativ steil bergauf geht, wird mir in meiner Daunenjacke jetzt richtig warm. Ich gerade zum ersten Mal ins Schwitzen auf der Wanderung. Aber die Daunenjacke, die bleibt an. Denn sobald ich wieder oben auf der Ebene angekommen bin, da wird man schnell wieder auskühlen. Und ich habe keine Lust, mir einen Zug auf der Wanderung zu holen. Der Nebel wird immer dichter. Jetzt zur Mittagszeit hier oben. Sichtweite
um die 50 Meter. Am Wegrand der erste Schnee im Schwarzwald. Auf der Merkurspitze Nebel, Nebel und nochmal Nebel, soweit das Auge reichen kann. Da lohnt sich's heute auch nicht, auf den Aussichtsturm hier oben drauf zu steigen. Wenn die Aussicht heute nicht so gut ist, dafür bin ich heute hier ganz ungestört bei meiner Mittagspause. Und die ist jetzt wirklich auch überfällig. Inzwischen haben wir kurz nach eins, vor einer Stunde wollte ich eigentlich schon Mittag machen. Aber der Zickzackweg, der hat es nochmal in sich gehabt. Zickzack sieht so kurz aus, aber streckenmäßig doch ganz schön viel gewesen. Und jetzt sind es noch circa 7,5 Kilometer bis nach Gernsbach. Da kann ich mir jetzt auch jede Menge Zeit bei meiner Mittagspause lassen. Das schaffe ich auf jeden Fall. Und jetzt packe ich erstmal meinen Rucksack aus. Meine Brötchen habe ich schon heute Morgen gemacht. Bei dem Wetter ist man manchmal ganz froh, wenn man nicht mehr so viel machen muss. Und dazu gibt's ein Spezi, das habe ich in ein Handtuch eingewickelt, da ich noch eine andere Glasflasche und die Thermoskanne dabei habe. Eine schöne Glasflasche, mal was anderes als das Einweg. Das ist mir lieber. Und das Handtuch ist im Sommer auch ganz praktisch. Da kann man sich den Schweiß von der Stirn abwischen. Brauche ich heute nicht. Aber nachher wird meine Flasche wieder drin eingewickelt. Und jetzt lass ich mir mein Pesto schmecken. Ein Baguette belegt mit Krustenbraten und Käse. Das gibt Kraft für die letzten 7 Kilometer. Meine Brotzeit oben auf der Merkurspitze hat richtig gut getan. Allerdings bleibt für eine lange Pause keine Zeit, denn die Merkurspitze ist mit ihren 668 Meter auch der höchste Punkt der heutigen Tagesetappe. Und hier oben ist es ganz schön frisch. Ich merke es jetzt vorhin, wo ich hier hochgelaufen bin, da hatte ich fast noch Schweißperlen auf der Stirn. Und jetzt fröstelt es mich schon ein bisschen in meiner Daunenjacke. Deshalb werde ich mich jetzt zügig wieder auf den Weg machen. Es geht weiter. Eigentlich habe ich gehofft, dass es hier oben am höchsten Punkt heute der Tagesetappe ein bisschen Sonnenschein hat. Aber so wie es ausschaut, der Nebel ist heute überall im Schwarzwald. Das gibt es eben auch
Das sind dann die Schlechtwettertage bei uns hier. Es geht weiter auf der Murgleiter in Richtung Gernsbach. Und da ich soeben meinen geografischen Höhepunkt auf dem Merkurkopf erreicht habe, heißt, dass es jetzt auf den letzten 7 Kilometer überwiegend bergab geht, wieder runter ins Murgtal. Und in Gernsbach habe ich dann Anschluss mit der Murgtalbahn, der S-Bahn, die S8, die fährt halbstündlich von dort und mit der werde ich dann wieder in Richtung Gaggenau fahren. Das ist das Schöne an der Murgleiter, deshalb auch Murgleiter. Man kann die Etappen zu Fuß wandern und dann hat man immer am Ende der jeweiligen Tagesetappe Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel. Bei der letzten Etappe hoch auf den Schliffkopf gibt es dann keine Murgtalbahn mehr, dafür eine Busverbindung und jeder kann sich auch selber überlegen, ob er wie ich mit dem Auto anreist oder gleich mit der Murgtalbahn zum Ausgangspunkt seiner Tagesetappe und dann am Endpunkt der Tagesetappe wieder nach Hause. Heute habe ich mich fürs Auto entschieden und ich hoffe, dass auch die Bahnfahrt nachher genau wieder dorthin klappt. Doch bevor ich an die Zugfahrt in Richtung Gaggenau denke, genieße ich jetzt erstmal noch mein letztes Drittel der Wanderung auf der Murgleiter. Das Ziel der heutigen Tagesetappe, Gernsbach, rückt langsam in greifbare Nähe. Was es vor einer Stunde noch an Höhenmeter bergauf ging, geht es jetzt beinahe am Stück wieder bergab. Die letzten paar Kilometer in Richtung Gernsbach, jetzt dürften es geschätzt noch 4,5 sein, waren jetzt vom Weg her nicht mehr ganz so spektakulär. Bisher bin ich jetzt eigentlich fast nur auf einem relativ gut ausgebauten Wald- und Forstweg gelaufen. Aber so ist es mal auf so Fernwanderwege. Es gibt sehr schöne und spektakuläre Etappen, wie zum Beispiel die Wolfsschlucht heute. Aber es muss auch einfach Streckenabschnitte geben. Da kommt man voran. Und da werden halt die vorhandenen Infrastrukturen genutzt, wie hier eben der Waldweg in Richtung Gernsbach. Langsam kündigt sich auch wieder die Zivilisation an, nachdem der Wanderweg, die Murgleiter, bisher beinahe ausnahmslos im Schwarzwald verlief und Siedlungen und Ortschaften vermieden hat.
Und zwar handelt es sich ums Naturfreundehaus Weiße Stein bei Gernsbach. Zu Ende der heutigen Tagesetappe auf dem Murgleiter noch ein kleines Fazit. Es war eine schöne, abwechslungsreiche Wanderung mit 23 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Hat sie auch einen gewissen Anspruch, aber soll von jedem Hobbywanderer gut bezwingbar sein, zumal keine üblen Steigungen drin vorkamen. Einmal 18%, aber sonst gut befestigte Wanderpfade, Waldwege, kein Matsch und auch landschaftlich sehr abwechslungsreich. Leider hatte ich heute mit dem Nebel ein bisschen Pech. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich in der Höhe weniger Nebel habe, sondern nur im Tal. Aber es war jetzt gerade andersrum. Jetzt, wo es wieder runter geht, nach Gernsbach wieder klare Sicht. Oben auf der Höhe eben der Nebel, wo man ansonsten eine gute Aussicht hätte. Vielleicht im Grund die Wanderung mal zu einer anderen Jahreszeit im Frühling oder Sommer wiederholen. Soeben habe ich mal wieder ungewollt den Murgleiter verlassen. Wir haben jetzt 15 Uhr nachmittags und es dämmert auch langsam. Man merkt, die Sonne geht schon wieder unter und der Wanderweg ging geradeaus aus dem Wald raus. Ich habe mich gefreut, mal wieder ein bisschen in die helle Umgebung zu kommen. Habe Wiesen vor mir gesehen. Und dann ein Blick aufs Navi, das hat mich wieder zurechtgewiesen, zurück in den Wald. Und jetzt geht es wieder ein Stück bergab zum Flusslauf. Der Plätscher dort vorne, der führt gewiss in Richtung Murg. Und die dürfte jetzt nicht mehr allzu weit sein, geschätzte 2 Kilometer. Der Teufelbachsee bei Gernsbach. Dorthin wird mich wahrscheinlich jetzt auch der rege kleine Bachlauf führen. Wanderweg, Murgleiter, ein kurzer Blick runter zum Teufelsbachsee. Der Wanderweg führt allerdings oberhalb davon weiter und dran vorbei. Liebe Wanderfreunde, 2
Kilometer sind es noch bis Gansbach. Und im Hintergrund kann man auch schon die ersten Häuser erkennen. Die Zivilisation hat mich wieder. Und bevor ich an der S-Bahn-Haltestelle mitten in Gansbach stehe, möchte ich mich hier noch auf der Murgleiter verabschieden, mitten in der Natur. Es war eine sehr schöne Wanderung, wenn auch das Wetter heute nicht ganz so mitgespielt hat, wie ich es mir gehofft habe. Ich habe gehofft, dass es einfach auf der Höhe ein bisschen Sonnenschein hat, sich der Nebel auflöst und ich auch mal den Blick runter ins Murgtal oder über den Schwarzwald habe. War heute leider nicht so. Man kann das einfach nicht immer so haben, wie man das möchte, vor allem im Winter im Schwarzwald. Da ist das Wetter doch manchmal ganz launisch. Laut Wettervorhersage hätte Sonnenschein kommen sollen, aber es war nicht so. Es war trotzdem eine sehr schöne Wanderung. Ich habe die Ruhe hier genossen. Vor allem war ich großteils allein auf dem Wandersweg unterwegs. Und somit habe ich die Natur für mich gehabt. Und jetzt 15 Uhr nachmittags, man merkt, der ganze Tag über war es schon neblig. Jetzt wird es langsam im November auch schon relativ dunkel, vor allem hier unten in der Tallage. Und da freut man sich dann nach so einem Wandertag, wenn man wieder zu Hause ankommt in der Wohnung und sich einen gemütlichen Abend auf dem Sofa machen kann und sich wieder aufwärmt. Und deshalb sage ich für heute jetzt Tschüss.